willkommen zu Mission Vegan 5. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist Mission Vegan 5 und wieso spricht er das so komisch aus? Wobei, das kann ich auch nicht beantworten, aber den Rest erkläre ich euch. Mission Vegan 5 ist ein Projekt, was von Christian von Rogan ins Leben gerufen wurde. Und zwar geht es, wie der Name schon sagt, um 5 Zutaten. Aus diesen Zutaten wird von einem YouTuber immer ein Gericht gekocht und dann wird sozusagen der Staffelstab an den nächsten YouTuber weitergegeben. Und dabei werden die Zutaten stetig verändert, denn jeder neue YouTuber darf sich eine neue Zutat aussuchen und eine wegfallen lassen. Bei den Zutaten gibt es allerdings auch ein paar Regeln, und zwar müssen es immer mindestens 2 Gemüsezutaten sein und eine rohköstliche Zutat, die sozusagen nach dem Zubereiten des Rezeptes auch immer noch roh ist. Bei mir sind es diesmal folgende Zutaten: Kartoffeln, Möhren, Tomaten, Kürbis und statt Lauchzwiebeln nehme ich Räuchertofu. Okay, los geht's. So, die Kartoffeln koche ich nebenbei schon mal mit Schale gar. Ungefähr 10 kleine Kartoffeln braucht ihr. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal den Kürbis vor. Könnt ihr erstmal oben und unten entfernen und dann den Kürbis quer aufschneiden, also so. Und versuchen dabei möglichst gerade zu bleiben. Dann nehmt ihr ein bisschen Salz, streut es in die Kürbishälften rein. Könnt ihr auch schon mal auf ein Blech legen. Außerdem ein bisschen Pfeffer. Je nach Geschmack natürlich mehr oder weniger. Ein bisschen Muskat. Und dann in jede Kürbishälfte ein bisschen Olivenöl geben. Und zusammen mit den ganzen Gewürzen mit den Fingern einfach schön verteilen. Und die Außenseite könnt ihr dann auch nochmal ein bisschen einreiben. So, und das kommt jetzt bei 200 Grad ungefähr für 20 Minuten in den Ofen. Je nach Größe eures Kürbis, natürlich auch mehr oder weniger. Da könnt ihr einfach, wenn ihr das gebacken habt, so ein bisschen am Rand testen, ob der Kürbis schon weich genug ist. So, dann könnt ihr euch schon mal eine Schüssel besorgen und die Tomaten könnt ihr dann erstmal halbieren und jeweils immer den Strunk ausschneiden und dann einfach die Hälften in solche Viertel schneiden und in die Schüssel geben. So, die Möhren könnt ihr erstmal schälen. Ich habe hier 2 etwas längere Stück. Aber je nach Geschmack, wie auch bei den Tomaten, den Kartoffeln und dem Räuchertofu, könnt ihr über die Menge selbst bestimmen, wie viel von der jeweiligen Zutat in euren Salat rein soll. Und dann könnt ihr entweder so eine ähnliche Reibe nehmen oder mit dem Messer ganz feine Scheiben schneiden. So, die Möhrenscheiben könnt ihr auch schon in die Schüssel geben. So, dann habe ich hier 200 Gramm Tofu, finde ich, ist ein bisschen viel. Deswegen nehme ich jetzt bloß die Hälfte, also 100 Gramm, und den schneide ich dann in relativ feine Streifen, vielleicht so ungefähr einen halben Zentimeter dick, also auch nicht zu fein, sonst brennen die auch sehr schnell an. So, den Räuchertofu braten wir jetzt in einer kleinen Pfanne mit etwas Olivenöl schön an und machen auch gleichzeitig unsere Marinade. Dafür habe ich hier Balsamico-Essig mit einer kleinen Prise Zucker. Könnt ihr allerdings auch weglassen, wenn ihr möchtet, und stattdessen einfach ein paar Trockenfrüchte verwenden. So, unsere Kartoffeln sind auch schon weich mittlerweile. Die strecke ich mal so lange ab. Und wenn der Räuchertofu ein bisschen Farbe genommen hat, dann könnt ihr eure Essig-Zucker-Mischung nehmen und das Ganze einfach damit ablöschen. Einmal kurz ein bisschen aufkochen lassen. Dann beiseite stellen. Die Kartoffeln könnt ihr erstmal von ihrer Schale befreien. So, die Kartoffeln könnt ihr ungefähr in so große Stücke schneiden wie die Tomate auch. Also zweimal länglich durch und dann in solche Stückchen vielleicht. Und die Stückchen gebt dann ganz einfach wieder in eure Schüssel. Und euer Räuchertofu sollte inzwischen auch etwas abgekühlt sein. Den könnt ihr ebenfalls dazu geben mit der Flüssigkeit, die sich in der Pfanne befindet. Außerdem Salz nach Geschmack, sowie Pfeffer, eine Prise Paprika, wenn ihr möchtet, eine kleine Prise Chilipulver. Und das Ganze jetzt mal mit einem Löffel schön durchrühren. Es kann euch übrigens auch passieren, dass die eine Kürbishälfte schon weich ist in der Mitte und die andere halt noch nicht. Dann nehmt ihr halt schon mal raus und backt die andere einfach noch ein bisschen weiter. So, zum Schluss gebt ihr einfach euren Salat in die Kürbishälfte und könnt dann, wenn ihr wollt, das Ganze noch ein bisschen garnieren mit Kräutern, Sprossen,
oder ein paar Kernen und schon habt ihr einen Kartoffelsalat im Kürbis. So, mal kosten das Ganze. Also, der Salat ist so ein bisschen säuerlich und der Kürbis von Natur aus so ein kleines bisschen süßlich und ich finde, das harmoniert wunderbar zusammen. Also, sehr, sehr lecker. Probiert es auf jeden Fall mal zu Hause aus. Ja, normalerweise würde ich jetzt ankündigen, wer das nächste Mission Vegan 5 Video macht. Allerdings steht das noch nicht fest. Also, wenn ihr Lust habt und vielleicht einen YouTube-Kanal habt oder demnächst haben wollt, dann meldet euch am besten bei mir oder direkt bei dem Christian von Rogan. Schreibe ich euch alles unter das Video und dann ja, wäre ich gespannt auf euren nächsten Beitrag aus meinen 5 Zutaten. Okay, dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal bei Mission Vegan 5. Tschüss!